Hallihallo meine lieben Turnfreunde und willkommen zu einem neuen Video meiner Turnwelt. Heute mache ich mal wieder ein Anfängervideo und zwar zeige ich euch heute, wie die P3 an den Boden geht. Dann würde ich auch mal sagen, los geht's! Als erstes bei der P3 kommt eine Vorwärtsrolle. Wenn ihr die gemacht habt, müsst ihr sofort danach einen Strecksprung machen. Danach legt ihr euch auf den Rücken und geht mit den Beinen und ein bisschen von dem Rücken nach oben. Dann steht ihr wieder auf. Danach macht ihr einen Handstand. Und wenn ihr es auch gemacht habt, nehmt ihr Anlauf und macht einen Hocksprung. Wenn ihr das auch gemacht habt, dann müsst ihr Anlauf nehmen und einen Radschlag machen. Als erstes mache ich einmal die ganze Übung. In dieser Übung kommen keine halben Drehungen vor. Ich muss aber welche machen, da meine Matten etwas zu kurz sind. Und ich weise schon noch einmal mitten in der Übung, wenn ich eine halbe Drehung mache, darauf hin, dass das kein Teil der ganzen Übung ist. Also jetzt kriegen wir normalerweise keine halbe Drehung. Als erstes kommen eine Vorwärtsrolle und ein Streichsprung in Verbindung. Dafür geht ihr in die Hocke, macht erstmal eure Arme rum, dann geht ihr in die Hocke, dann setzt ihr eure Arme auf, nimmt ein bisschen Schwung mit den Füßen, drückt euch auch damit ein bisschen ab und steht dann oben eure Hände wieder auf. Und wenn ihr dann von hier aufgestanden seid, müsst ihr sofort so einen Streichsprung machen. Ich mache das jetzt noch einmal direkt in Verbindung. Ihr müsst die Vorwärtsrolle auch nicht so schnell machen wie ich. Wenn ihr das gemacht habt, legt euch auf den Rücken, geht dann mit den ganzen Beinen mit ungefähr der Hälfte von dem Rücken hoch und steht dann wieder auf, direkt ohne Hände. Und dann macht ihr so, dann geht ihr so ein bisschen hoch und steht dann wieder auf. Ich mache das jetzt noch einmal. Danach kommt ein Handstand, dafür noch der Rahmen nach oben. Macht einen Fuß nach vorne, also spreizt das nach vorne. Dann geht ihr so hoch, dann setzt ihr eure Hände auf und bleibt dann ungefähr für eine Sekunde im Handstand stehen. Ich mache das jetzt noch einmal. Danach, müsst ihr nicht, aber könnt ihr Anlauf nehmen und macht dann einen Einsprung und danach einen Hocksprung. Ich mache das jetzt aber ohne Anlauf, also dann macht ihr einen Einsprung, einen guten Schwung mit den Händen, macht einen Hocksprung, ich mache das jetzt noch einmal. Wenn ihr auch das gemacht habt, macht ihr einen Anhüpfer und danach macht ihr einen Radschlag. Ich denke jetzt an, wie es geht, also dann nehmt eure Arme, holt Schwung und macht dann im Prinzip nur so, also ich zeige jetzt noch einmal mit dem Radschlag. Also beim Radschlag muss man erstmal so Arm nach oben, einen Fuß vorsetzen, holt ihr ein bisschen Schwung, macht ihr so, setzt beide Hände auf und geht dann rüber. Und dann kann das direkt beim ersten Mal, dann könnt ihr erstmal ein bisschen hochgehen, dann ein bisschen weiter. Wenn ihr auf der Hälfte seid, dann könnt ihr auch schon direkt rüber gehen. Ich mache es jetzt noch einmal in Verbindung. Sieht dann ungefähr so aus. So, das war's auch schon mit dem Video. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie auch unten in die Kommentare. Ich habe übrigens auch Instagram und Musical.ly. Ich blende euch nach dem Video noch einmal ein Foto ein. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt mir es aber auch bitte mit einem Daumen nach oben. Dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Video und tschüss!